Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Überlebenskünstler, hier zurück zu Aliens Dark Descent. Wir sind auf dem Weg und werden nun versuchen, diesen McNeil zu finden. Wir beeilen uns jetzt hier mal gerade eben. Hier waren wir, glaube ich, schon drin. Ja, hier kamen wir runter, richtig. Sehen wir mal zu, dass wir jetzt hier irgendwo reinkommen, dass uns kein Alien hier erwischt. Wow. Tote Kühe und so ein Kram. Da liegt nochmal ein Toter rum. Squad Leader hier. Das Signal kommt von behind this bulkhead door. Looks like a decontamination chamber. You should be able to cycle it. There should be a terminal next to the entrance. Okay, wir haben McNeil lokalisiert, so wie es aussieht. Jetzt kann ich eine Luftschleuse öffnen. Ist das eine gute Idee? Ich bezweifle es. Let's see what's in there. Warum macht ihr es auf? Warum mach ich's auf? Decontamination process commencing. Processing. Processing. Decontamination halted. What the? That's close enough. Who the hell are you? USCM, ma'am. Responding to Sheriff Souza's distress call. Good news. I could use some of that. Decontamination process restarted. Processing. Processing. Decontamination complete. Ich glaube, dass unsere Leute ein Level-Up haben. Come on, team. Name's McNeil. I'm a veterinarian around here. Shut myself in here when everything went to hell. Problem is, when you do that, it's kind of hard to get back out again. Guess I wasn't thinking straight. You know the situation? Not much. Souza recovered a weird corpse next to the slaughterhouse. I've never seen anything like it myself. But then I look after herd animals and stitch up the occasional wound in someone who should know better. I'm not a xenobiologist or a fighter. Before she left, Souza insisted I keep this. Said it was automated, but I never managed to set it up. All right, Marines, grab that sentry gun and get the vet out of here. Eine Sentry Gun. Need a medic, but I'm sure Bookard will appreciate the help. Wir haben eine Sentry Gun. On my way. Let's see what's sowas hier, ne? Ein automatisches Geschütz. Oh, please tell me, dass das Ding unendlich Munition hat. Bitte, das wäre so gut. Mein Inventar an Medic-Sachen ist voll. Also gut, hier gibt es jetzt nichts mehr. Dann werden wir sie jetzt hier rausholen. Hier geht's nicht weiter. Hier kann man auch nicht weiter rein. Also geht's jetzt hier wieder zurück. Hurry up, you slugs! I think company's coming. You sure? Oh no. I see nothing on your trackers. Anyway, I guess you could always put those sentry guns to good use. You're learning fast, Administrator. Place that gun, Marines. Okay, ich soll nun eine Sentry Gun platzieren. Automatisches Geschütz. Genau hierhin. Okay, dann machen wir das. Ah. Holy shit, von wo kommst denn? Also wenn, dann kommt es wahrscheinlich von da, oder? Achso, es wird mir sogar gezeigt, dass es in diese Richtung ausgerichtet werden soll. Okay. All right, we're all set. They're coming. Give those bugs a warm welcome, Marines. Open that door. 250 Schuss, okay. Ja. Dann mach mal auf. Wir verstecken uns dahinter. Und werden Unterstützungsfeuer leisten. Decontamination process engaged. Processing. Processing. Decontamination complete. Wow. Wow. Da kommt noch mehr. Boah, die kommen echt nah ran. Oh, 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 ganz im Ernst, jetzt wird mir das zu heiß. Jetzt wird mir das zu heiß. Ich werfe eine Granate dahin. Wow, 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 wow. That gun is a freaking lawnmower. All right, squad. I think we're good. Let's bring the vet to safety. Oder? Hold your fire, you'll kill her. Shit, man, she's gone. What the hell was that? Did that critter just steal the vet from you? Damn. I just lost McNeil's PDT. They're abducting people. It could explain why I was reading only 7 PDTs.
I'll dig into the data transmitter's history. Maybe there's more survivors out there. Okay, wir haben sie wohl nicht. Eine Kreatur hat sich gerade McNally geschnappt, entführt. Okay, okay. Also wir haben sie in den Sentry Gun, aber nichts mehr zum Reparieren. Jetzt möchte ich ganz, ganz kurz dich heilen. Und dann holen wir uns nochmal das Medipack da unten. Gott, was hier alles los ist. Ach, ich kann es jetzt nicht holen. Shit. Oh Gott, egal. Ich müsste jetzt hier wieder aktivieren, deaktivieren. Jetzt gucken wir natürlich, was hier noch ist, weil hier kamen die ja her. Okay, hier ist sonst nichts. Was ist hier noch? Okay, hier ist sonst nichts mehr. Jetzt muss ich gerade mal gucken auf der Map. Oh shit. Es ist auf jeden Fall da drin und ich habe nicht vor, da drin zu sein, wenn es da drin ist. Zum Glück sehe ich hier nichts. Das ist genau das, was ich jetzt brauchen kann. Nicht sehen. Ich fürchte, dass die Veterinärin halt down ist, ne? Wo ist unser Auto? Da vorne ist unser Auto. Ich möchte erstmal in die Security-Zone von unserem Auto kommen. Dann fühle ich mich schon mal wohler. Okay. Ich will auch hier noch reingucken, weil vielleicht gibt es ja da noch Loot. Der uns weiterhilft. Ja, da ist was. Wayland Yutani provide the tools. We're not responsible for how they're used and maintained. Brings back memories. Bitte, ich brauche dringend Werkzeug. Ich habe so viel Werkzeug verschwendet, eh. Oh, sehr gut. Das ist schön, dass du Multiple Signals hast. Hast du auch noch gute Nachrichten? Oh, da ist noch Medipack, geil. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Gebäude zu durchsuchen. Gefühlt ist man da auch ein bisschen sicherer. Oh, sehr geil. Da gibt es noch mehr Zeug. Kommen wir... Ich glaube, oh, da gibt es nochmal ein Journal. Da war leider nichts. Da war nochmal ein Medipack. Munition, geil. Okay, was ist das jetzt hier wieder für ein Datapad? Und wieder ein Bericht über einen aufregenden Tag. Ha, das hätte ich gerne. Hier passiert nie irgendetwas Aufregendes. Morgens aufstehen, Rundgang am Versorgungshafen, den ganzen Tag rumsitzen. Abends ein paar Betrunkene aus der Bar werfen und den Rest des Abends wieder rumsitzen. Schwer zu glauben, dass hier zur Zeit mehr eine Großeltern mal richtig was los war. Oder vielleicht haben sie das auch nur erzählt. Der Aufstand 77 war für alle ganz schön hart. Ich gehe hier noch zugrunde. In ein paar Jahren bin ich so ausgebrannt wie der... alten Normen. Es sind nicht einmal nicht die Hügel, die tot sind, sondern die Menschen. Wir warten alle auf den Tod. Ja, und er kam. Also, das ist das persönliche Tagebuch vom Deputy. Ansonsten ist hier drin nichts. Wir könnten es hier natürlich wieder hochfahren, aber ich habe wenig Interesse daran. Kann ich eigentlich irgendetwas machen, damit die hier leveln? Hier kann ich den Stress senken. Das verbraucht halt medizinisches Gedöns. Nachladen will ich momentan... Nee, ich will hier gerade eben nichts dergleichen tun. Okay, ich gucke gerade eben mal auf die Map. Wir könnten jetzt da hochgehen. Ist vielleicht ganz sinnvoll. Ey, es ist krass, wie lange das hier dauert, ne? Also ich meine, hier waren wir ja schon drin. Ja, hier waren wir schon drin. Gott, was... Das sieht man, das ist alles theoretisch ein Safehouse. Theoretisch! Ein theoretisches Safehouse. Hallo? Ich rufe mal die Karre hierher. Ja, wir können die Karre hier drin gebrauchen. Auto, hilf! Okay. Auto ist da. Gut. Oh, da kommen noch mehr, da kommen noch mehr, da kommen noch mehr.
Da kommt noch mehr Shit. Das Ding. Ich möchte es einfach überall hin mitnehmen können. Trotzdem bekommen wir jetzt hier mega krass Stress. Okay, also wir hauen es hier erstmal ab. Und gehen hier rein. Wir haben auf jeden Fall verschiedene Räume. Yes. Oh, sehr gut. Hier kann ich mich wieder ausruhen. Das machen wir auch. Sofort verschweißen. Ich möchte auf jeden Fall den Stress senken. Wir haben nochmal Munition bekommen. Hier ist sonst nichts mehr. Ausruhen. Stück für Stück. Dein bester Freund ist das Werkzeug in diesem Spiel. So, okay. Stress ist ziemlich weit runter. Das können wir wieder aufmachen. Und jetzt gucken wir mal, was hier alles noch versteckt ist. Ich meine, hier durfte nichts... Da hat's noch irgendwie etwas... Gott, oh Gott, wie es hier aussieht. Aber man sieht, hier gibt es auch nichts. Das ist der Einzige, der hier irgendetwas für uns noch hat. Zum Glück sieht man das relativ... Ah, nee, da ist noch ein Datapad. Nichts. Ah, shit. Natürlich hat er nichts für uns. Da liegt ein Datapad, wie gesagt. Wir nehmen es. Aber es dauert natürlich eine Ewigkeit, dass ich das Datapad aufgenommen habe. So, jetzt hier. Also, privates Logbuch von einem Eric Garner. Ich habe mit dem Treffen des, mit Joseph vereinbart. Mal sehen, ob er tatsächlich die Wahrheit gesagt hat. Ich hoffe denn, es, denn wenn da unten in den alten Minen tatsächlich noch ein nichts abgebaute Trimonitader ist, dann ist das die Rettung für unsere Stadt. Und es wäre gut für mein Ansehen. Wer nicht schon mit einem Bauern... Mit einem heruntergekommenen alten Kleinstadt wie Dead Hills ernst. Wer nimmt ihn schon ernst, genau. Aber wenn wir plötzlich wieder Trimonit fördern, dann haben wir wieder bessere Tage vor uns. Hoffentlich stimmt Josefs Vermessungskarten. Ich habe das Gefühl, sie haben was freigelassen. Sie haben so tief geschürft! In den Minen von Moria! Feels bad, man. Hurry up, Squad! So, geh mal hier gucken. Move on! Okay, das ist auch einfach nochmal ein Raum, wo man Stress abbauen kann, aber ansonsten ist da nicht viel. Dann geht's hier raus. Ah ne, es geht weiter, das ist ein wirklich großer Bau. Das ist ein richtig großer Bau. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon rein will. Na, gucken wir mal. Da liegt auf jeden Fall wieder jemand rum. Check mal erstmal das da und du checkst das da. Hier kann man sich auf jeden Fall nochmal verbarrikadieren, wenn es sein muss. Oh, sehr gut. Zwei Werkzeuge. Mein Leben ist gerettet. Oh, da ist ja nochmal was. Das hätte ich fast übersehen. Okay, wir sind voller Werkzeuge. Wir sind hier drinnen nicht allein. Das ist ungünstig. Und das Auto ist gefühlt relativ weit weg. Okay. Ich will mal das Auto da drüben hingebracht haben. Oh, wir sehen sogar, wie es fährt. Genau, Auto, löse mal das Problem für uns. Wenn das Auto den jetzt hier weg... Wir hören sogar, den hier wegballert... You looking for a nice spot for a picnic or what? Nee, da passiert gerade eben nichts. Ich hatte gehofft, dass er ihn unlockt. Aber jetzt steht unsere Karre auf jeden Fall schon mal hier. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das Doofe ist bloß... Da sind jetzt zwei Stück schon drin. Oh Gott, da ist doch garantiert ein so eine Infestation oder... Ja, ihr wisst, was ich sagen will, ne? So ein Ort, wo die Viecher halt spawnen. Da ist eine Barrikade, die habe ich jetzt nicht vorzusprengen. Oh oh.
Ah, scheiße. Oh, Scheißendreck. Ich weiß nicht, was bringt mir das eigentlich? Eine Leuchtfackel gewährt einen Bonus von plus 10? Ich werfe sie in eine Leuchtfackel hin. Let there be light. It's seen us. Let's rock. You like that, huh? That gun is a frickin' lawnmower. Wenn es noch mehr kommen, dann stehen wir ganz gut mit dem Rücken zur Wand. Okay, da kommt nichts. Move on. Move, move. Dann schnell weg. Shit, it's coming to us. Ja, da kommen sie raus. Come on, team. Hurry. Can you hear crying? More signals incoming. Da ist jemand. Come on, team. Move, move. She'll draw their mind to us. Tell her to shut up and get her to the ARC now. Ich verschweiß es hier ganz schnell. She's lucky to be alive. Door secured. Wow, okay. Come on, team. Roger. No. I don't want to leave. I'm safe here. I want to be a part of them. Yeah, yeah, yeah. We all want to be a part of them. Come with us. We're Marines. We're strong enough. No. You're not strong enough. Don't worry, miss. We got a strong armored vehicle waiting for us. State of the badass art. You okay? Oh, yeah. Finally. I've been chosen. Damn, that hurts. Tötet es, bevor es Eier legt! Okay, ich kann mich jetzt... Also, ich habe jetzt ohnehin hier schon zugeschweißt, ne? Dann werde ich jetzt hier auch ganz, ganz kurz mal eine Ausruhrunde einlegen. Okay, die konnte man nicht retten. Offensichtlich konnte man das nicht. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, aber ich glaube, ich habe mich dazu entschieden, das täglich zu bringen, weil das Spiel fesselt mich. Und ich finde es geil, dass die Missionen... Also irgendwie finde ich es geil, dass die Missionen lang sind. Aber auch irgendwie habe ich Angst, dass die so lang sind. Schneller rüber. Mal hier reingecheckt. Können wir nochmal was... Ah, okay, wir sind hier voll. Ich kann auch gerade eben kein Medic-Zeug gebrauchen. Dann wissen wir immerhin schon mal, was drin ist. Dass hier auf jeden Fall ein Medipack... ein Medipack drin ist. Ist hier auch ein Medipack drin? Nee, hier nicht. Das könnte Munition, Werkzeug sein oder einfach was anderes. Munition. Okay, was haben wir dieses Mal hier gefunden? Das Logbuch von Jan Copeland. Endlich passiert hier mal was Aufregendes. Aisha hat sich eine kleine Gruppe von außerhalb getroffen. Sie sagt, sie wollte gegen den Konzern kämpfen. Da bin ich dabei. Ich sollte sie auch mal treffen. Ich habe die Schnauze voll von Farmarbeit. Ja, ich sehe schon, dass ihr da so richtig harte Rebellen geworden seid. Das hat auch allen sicherlich sehr geholfen hier, ich sag's euch. Okay, sind wir wieder bei unserem Auto. Da fühle ich mich jetzt wieder mal kurz mal so ein bisschen sicherer. Da könnte man auch hin. Hier ist einiges zugeschweißt. Hier war ich auch noch nicht, ne? Hier waren wir schon. Hier waren wir definitiv noch nicht. Also gut, wir werden jetzt da hochgehen. Wie fährt die Karre da eigentlich hin? Got something on the tracker. Oh, in dem Gebäude waren wir übrigens auch noch nicht. Ach, lasst uns neugierig sein. Das soll schon passieren. Berühmte letzte Worte, ne? Es läutet, es kommt doch. Okay, die wollen da nicht rein, so wie es aussieht. Das sieht mir gerade so nach einem kleinen Bug aus. Nee, ich kann da nicht rein. Das ist ein Bug. Okay.
Ich habe noch eine Preview-Version. Möglicherweise können Bugs auftreten, ne? Also ich kann nicht durch diese Tür. Habe ich gerade gelernt. Gibt es vielleicht eine andere, durch die ich kann, auf der anderen Seite? Bin mir nicht sicher. Wir probieren es jetzt auf jeden Fall mal jetzt hier mit der... Was? Ich hoffe nicht, dass wir gespottet sind. Das würde ja jeder Beschreibung spotten. Jetzt gucken wir mal, ob es hier vielleicht reingeht. I hope so. Ja, hier können sie rein. Okay, gut. Da ist wieder was zum Looten. Let's see what's inside. Oh, nochmal. Oh, da ist noch mehr zum Looten. Ein Datapad gibt's hier auch. Hey, I found something. Looks like a datapad. Sehr gut. Und nochmal Mats. Oh, das ist sehr gut. Und wir haben da nochmal so ein Spawnpoint von den Viechern. Der ist hier drin. Hurry up, Squad! Na, Gott sei Dank ist der hier drin. Lol, was ist das? Double time! Right now. Let's see what's inside. Da hat's auch nochmal was. Und da. Oh, sehr gut. Mats, immer her damit. Wir müssen unser Raumschiff ja noch reparieren. Nochmal 10. Oh, geil. Das lasse ich mir gefallen. Da hat auch nochmal was, wie ich gerade eben realisiere. Das hier ist der Jackpot. Yeah. Schnell da drüben hin. Da hat es auch nochmal was. Ja, das Dumme ist halt, hier kommen sie halt raus, ne? Da liegt sogar noch ein Toter. Ich könnte sogar hier einen Scanner aufstellen. Hier so einen absetzbaren Bewegungstracker würde ich hier ganz, ganz gerne haben. Geil. Motion Tracker deployed. Shit. Coming to us. Let's see what's inside. More signals incoming. Okay. Double time. Dann liegt hier noch ein kaputter. Move, move. Ah, da ist irgendwas, was wir schon komplett voll haben. Okay. Wo sind die bloß? Come on, team. They're heading our way. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa! Move on! Tango down! Reload it! That gun is a frickin' lawnmower! Wow, okay, das war mies. Double time! Schnell zuschweißen! Welding access! Ich habe kein gesteigertes Interesse, euch kennenzulernen. Door secured! Kein bisschen! Come on, team! Get some rest now. Let's see what's inside. Boah, da wäre jetzt aber gerade eben echt die Armada gekommen, ich sag's euch. Affirmative. Haben wir das hier wieder aufgefüllt? Gut, 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 gut. Und nochmal Mats bekommen. Okay, das war brauchbar, was wir gerade eben erlebt haben. Ganz im Ernst, ich sehe keinen Grund, warum ich nicht hier ganz, ganz kurz mal nochmal chillen soll an der Stelle. Ganz im Ernst. Noch mal ein paar Dehnungsübungen. Das hilft gegen Alien-Stress. Wusa! Okay, sie... Ja, aber der ist da drüben. Wir wissen halt, dass da noch irgendwo einer ist und dass da... Also hier müssen sie auch irgendwie rauskommen. Also das ist ein ziemlich gefährliches Gebiet. Jetzt will ich mal gucken, kann ich da raus... Oder bleiben sie da auch hängen? Double time. Move, move. Nee, raus können sie. Okay, das ist gut. Also, jetzt haben wir immerhin den Laden hier
überprüft. Wir scannen das jetzt, das Gebiet jetzt hier an der Stelle. Ich gehe jetzt mal da oben hin. Double time! Move, move! Ich will mal gucken. Oh, da ist was. Ja, komm, wir gehen da hoch. Kann ich hier durch? Nee, sieht nicht so aus. Wie kommt man da oben hin? Wahrscheinlich nur über... Don't get too comfy, okay? Warte mal, links scheint es doch irgendwie einen Durchgang zu geben. Oder? Nee, man kann hier nicht drüber, okay. Man kann es nicht. Wir müssen also theoretisch einfach irgendwie anders darüber. Ich weiß zwar nicht wie, aber egal. Dann versuchen wir so unseren Weg jetzt dahin zu finden. Da runterwärts. Gott, ist der Weg weit. Puh. Der hat uns... Hätten wir theoretisch gerade eben einen sehen können. Zum Glück hat er uns nicht gesehen. Aber ich komme so langsam aber sicher klar hier. Glaube ich. It's quiet. Too quiet. Oh, oh. Move on. Natürlich ist da einer. Ich rufe die Karre hierher. Hang on. Our ride is coming. Move on. Damit wir hier nicht irgendwie in eine blöde Situation geraten, ne? Rennen ist eine Option. Shit, it's coming to us. Oh, Kacke. Move on. Was auch immer es ist da drin. Es sind mehrere hier drin, das ist das Problem. Come on, team. Und ich möchte dahin, da hat es nämlich vier Kisten. Let's see what's inside. Vielleicht bin ich ein bisschen zu greedy gerade eben. Sehr geil. Sehr geil. Double time. Also ich kann hier gar nicht rein. Da ist der Eingang. Okay, ich habe hier gerade eben ein Secret im Grunde eigentlich entdeckt. Oder was heißt ein Secret? Also ein Punkt halt einfach, wo ich einfach was looten konnte. Ein Loot Crate. Ich finde es sehr cool, dass man das alles sehen kann. Hier theoretisch wäre... Oh, da würde noch ein Datapad liegen. Habe ich ein Datapad übersehen? Ah, egal. Oh. Ich kann ja doch nicht rein. Okay, wie kommt man denn dann da rein? Da oben. Ach, da oben. Okay, wir folgen der Karre da hoch jetzt. Dann ist wahrscheinlich der richtige Eingang dann hier. Nehme ich an. Nehme ich an. Hurry up, you slugs. Da genau, hier schnell hier. Also hier draußen haben wir überraschend viel Ruhe. Nee, kann ich auch nicht öffnen. Ja, oder vielleicht von da hinten? Warte mal, da scheint es rumzugehen. Come on, team. Nee, kann man auch nicht. Also wahrscheinlich muss ich dafür irgendwer etwas erstmal aktivieren, nehme ich mal an. Oder? Also auf jeden Fall, es geht nicht. Es geht nicht.
Und damit leben wir jetzt einfach mal, Freunde. Also gut, wir können hier, so wie es aussieht, nicht rein. Warum? Keine Ahnung, ich sehe auch keinen Fahrstuhl. Die Tür ist verschlossen, das wissen wir. Wir können sie nicht aufmachen. Die Tür hier ist verschlossen, wir können sie nicht aufmachen. Stay frosty, Marines. Dann werden wir jetzt einfach dann in diese Richtung gehen, um jetzt hier den restlichen Kram zu machen. Am besten wahrscheinlich, indem wir da hingehen beim nächsten Mal. Okay, Freunde. Also, danke für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal kommen wir hoffentlich aus der Mission raus. Ey, die sind echt lang. Das ist echt krass. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.